Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play LS17 auf von der friesischen Marshmap Version 2.0 vierfach und zwar heute XXXL kann man sagen. Wir haben hier, okay, gerade eine Fehlermeldung, Crossplay oder eine Wartemeldung, die drei großen neuen Traktoren, die wir jetzt in unserem Fuhrpark begrüßen dürfen. Schön, dass wir uns nochmal so krass erweitern können, oder? Einfach mal den Case Quatsch Truck 620 organisiert. Zwei Class Xerion 5000 und genau ein Class Xerion, ein Quadtrack habe ich am Wochenende auf der FarmCon gesehen. Ihr habt es wahrscheinlich im Video auch gesehen. Sind schon beeindruckende Geräte. Absolut, ich habe Bock drauf. Da haben wir richtig uns was gegönnt. Und vor allen Dingen wollen wir damit die Felder bestellen. Also, legen wir los. Da schnappen wir uns mal die erste Sämaschine. Die sind natürlich echt, also die sind, das sind auch echt gute Mods. Der hat richtig viele Optionen, das muss man auch sagen. Also wir können da glaube ich die Kabine wechseln, wir könnten diesen Hundegang benutzen, wir können alles mögliche. Natürlich in der Innensicht können wir eine EC-Steuerung anmachen und was weiß ich, uns das Lenkrad näher holen, Scheiben aufmachen, ins Menü gehen, durchklicken. Also das ist schon echt cool gemacht, leider wird es immer noch im normalen Spiel nachher nicht vertreten sein, aber okay. Und guck mal, mit so einem Xerion finde ich, wirkt so eine Amazone-Sämaschine gar nicht mehr zu groß, oder? Sound ist schon mal gut, jetzt schnappen wir uns mal das erste Gewicht. Ja, müssen wir erstmal zum Hof voll machen. Weil es so schön ist, nehmen wir den auch gleich mit. Ah, der Startsound ist cool, ne? Aber dann lässt er ein bisschen nah. 6601 am Biogasanlage, das was ich euch gerade nicht gezeigt habe. Ich habe vor der Start dieser Folge einmal den Radlader wieder losgeschickt. Warum? Damit er weiter Silage verkauft. Warum verkauft er jetzt wieder Silage? Ich habe die Schildeinstellung noch mal ein ganz bisschen nach unten gesetzt. Die war wohl ein bisschen zu hoch. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier kein Hafer mehr. Ist alles bei der Haferflockenfabrik. Dann brauchen wir jetzt mal Überführungskurse. Eigentlich hatten wir doch ein Üb, oder? Sieht so aus. So, dann dürfte er eigentlich am Hof warten. So, heute ist es soweit. Und zwar, auf geht's. Bin gespannt, ob er das kriegt, weil es natürlich so ein, die Doppelknicklenker sozusagen, die sind natürlich immer schwierig. In Sachen Follow Me. Aber er kriegt die Bahn. Sehr cool. Ja, da haben wir uns schon was gegönnt. Ich weiß, einige von euch hätten gerne Big Butt gesehen oder so. Aber ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie euch diese Kombination gefällt. Aber ich finde, da haben wir uns schon ein bisschen Power gegönnt, ne? Auf jeden Fall. Und damit geht's ab auf Feld 44, Raps anpflanzen. Ich werde mich, wie schon erwähnt, zum größten Teil auf Raps spezialisieren. Ein bisschen Gerste, Weizen muss natürlich auch zwischen Hopfen. Aber ansonsten nicht zu viel anderes Zeugs. Einmal hier rüber, einmal den Follow Me raus. Und dann versuche ich natürlich auch Kursplay auf 44 zu nutzen. Dann kann das ganze Wochenende nämlich durchfahren, weil es eine Aufnahmesession ist. Hoffe ich zumindest. Da kann sein, dass wir noch irgendwas brauchen. Aber da habe ich gar keinen passenden Mod für. Mist. Ich hatte jetzt gerade überlegt mit Überladewagen. Für beides. Überladewagen für Dünger, Überladewagen für Saatgut. Da ist doch fast gar keine Saatgut da. Ne? Aber alles, haben wir letztens alles verbraucht. Zur Not kaufen wir, aber muss eigentlich nicht sein. Mal gucken, wir haben noch 2 Millionen über. Ist auch krass, oder? So, der ist schon mal voll.
Klappe zu. Guck mal, da habe ich jetzt eine Idee, fällt mir gerade ein. Warum nehmen wir nicht den F44 zu hoch? Und schicken den da gleich auf die Reise. Der Handyware und der MB-Truck sich irgendwo getroffen oder was ist da los? So, fährt los. Na ja, guck mal. Da holt ein bisschen weit aus zum Reinkommen da, ne? So, wieder zurück zum zweiten Serion. Der müsste ja hier stehen. Fahren wir immer über die Pappeln hier, ne? Aber egal. Bin sowieso gespannt, was mit den Pappeln wird. Einmal aufklappen. So, damit machen wir ja Meters, ne? Wir haben echt eine Menge Hektar. Mal gucken, wie schnell wir durchkommen. Ich habe mir extra noch was gegönnt, damit ich euch jetzt nicht irgendwie 50 Folgen nur ansehen präsentieren muss, sondern wir da hoffentlich einigermaßen zügig durchkommen. Ich bin gespannt. Wir können am Feld 44 am Hof können wir ja nachkaufen. Ne? Wir müssen nicht ganz wieder zurückfahren, also das müssen wir nicht. So, nice. Der Vario hat den Wegpunkt hier erreicht, dann können wir den Anhänger loswerden. Weil den Vario mit Zwillingsbereifung dachte ich, können wir auch mit reinnehmen. Das ist der 1050, ne? Oder 1050. So, gibt Power. Gibt Schubrakete. Aber erstmal fahren wir mit dem Quad-Truck. Achso, ist R. Ja, okay, der macht jetzt gleich einen Fehler, der ist aber gleich schon da. Dann dürfte der ja warten und der andere dürfte dann im Verkehr verstecken. So, und er hier. Ist natürlich ein Standard, ist gar kein Mod. Gehört so schon das Spiel dazu. Ah, das gibt was, Leute, ne? Also, das ist noch echt XXL. Der hat vorne, glaube ich, gar keine Möglichkeit, was anzukoppeln, oder? Braucht er wahrscheinlich aber auch nicht. Ich glaube, der wiegt vorne so viel, dass er einfach gar kein Gewicht braucht. Das ist auch 42 km/h immerhin. Also haut in die Kommentare rein, Leute. Was haltet ihr von meiner Auswahl? Sagt ihr auch, nein, bloß nicht. Warum hat er die beiden Traktoren denn gekauft? War jetzt ja schon gestern, ne? Aber heute sind sie ja echt im Einsatz zu sehen. Oder sagt er, ah, ich hätte aber lieber einen Big Butt gesehen oder ich hätte lieber Challenger gesehen oder irgendwie ein anderes Fahrzeug. Also wie gut die Auswahl ist, das weiß ich natürlich selbst auch noch nicht. Das wissen wir erst, wenn wir sie im Einsatz sehen. Gerade weil wir auch, beides sind so Knicklenker, ne? Heißt natürlich, die sind sehr wendig. Wendig ist bei Courseplay aber nicht immer das Beste. So, und der Radlader holt uns das Geld wieder rein, was wir jetzt ausgegeben haben. Da hat aber noch ein bisschen was zu tun. Ja. Wieder zurück. Das ist Mist. Ja. Ich dachte, bei dem hätte ich aktiviert angeklickt. Ja, auf Raps ist er schon eingestellt. Bruchzerstörung haben wir aktuell aus, also wir können mal easy bei mit beiden hier arbeiten. Und das Feld muss ja nicht gedüngert sein, ne? Hier gekobert sein, oder? Vergesse ich da jetzt gerade irgendwas. Ja, das ist schon der zweite hier.
Aber die sind aber auch schnell unterwegs. Warum müssen wir doch erst grubbern? Ich weiß es gerade gar nicht. Da würden wir uns das Ganze natürlich auch nochmal in groß mit grubbern kaufen. Das ist natürlich klar. Aber, Mist. Vielleicht erstmal eine zur Zeit. Der ist auch noch auf Weizen eingestellt. Wichtig, dass wir das natürlich auch umstellen. Auf Raps. Das ist keine Direktsaatsämaschine, oder? Doch, sieht gut aus. Ich wusste es nicht mehr. Glück gehabt. Ich war mir echt nicht sicher. So, mach erstmal aus. Fahr erstmal ein bisschen gerade vor. Dann machen wir erstmal eine Kursfeldkalkulation. Meinst du, zwei Stück schaffen es einer Stunde hier, das Feld? Gute Frage, oder? So, wir machen mal eine Feldbearbeitung. Düngen und sehen. Erstmal alles rausschmeißen. So. Also düngen und sehen. Feldrandkurs Nummer ist die 44. Müssen wir hier machen, ne? 44 Arbeitsbreite, einmal kalkulieren und dann lieber einen weniger, vielleicht einen halben Meter, damit wir nicht so viel Lücken haben. Startposition ist die aktuelle. Vorgewende machen wir 2 Weiche, ist in Ordnung. Feld in so einem Fahren ist auch in Ordnung. Fahrzeuge auf selben Kurs wären eigentlich 2. Aber ich wüsste nicht, wie ich das genau einstellen soll, also lasse ich das lieber. Oder sollen wir es testen? Wie fährt er denn der andere? Kann mir das mal einer nochmal erklären in den Kommentaren? Wäre cool. Ich lasse es jetzt erstmal so kalkulieren. Wir machen das wie sonst auch mit meiner Drescher-Variante. Sind einfach mal 6310 Wegpunkte. Muster speichern. Ansehen. Okay, da fehlt noch das A. Säen, aber egal. Es geht um das Prinzip. Ansehen. Gucken wir uns das mal an, das Ganze. Feldarbeit. Dann zeigen wir mal kurz die ganzen Wegpunkte vielleicht. Können wir nämlich mit dem jetzt einfach mitten reinfahren und da schon anfangen zu arbeiten. So teile ich mich jetzt wieder auf hier einfach, ne? So, nehmen wir den naheliegendsten Wegpunkt, das kennen wir ja schon, dann fahren wir hier einfach an, ganz einfach. So, Abfahrt entlassen. Das erste Feld ist in Arbeit. Das müsste funktionieren, hoffe ich mal. Jetzt suchen wir uns den Quatschschreck, der hier irgendwo in der Mitte rumsteht und fahren damit natürlich... Ah, ja, ist ja gut. Wir sorgen hier für Verstopfung. Also wir sind auch wahrscheinlich mit den ganzen Geräten jetzt fast mehr beschäftigt, nachher die umzusetzen, als dass wir dazu kommen, die anderen noch einzusetzen. Also ich will noch, wir haben natürlich am Hof noch die Horsch, die große, die kommt auf jeden Fall mit in Einsatz. Und die beiden kleinen eigentlich auch. Und dann können wir mal gucken, ne? Man kann jetzt ja ziemlich genau merken, wir haben jetzt am Freitag
den 20.07. gestartet. Wenn ich das jetzt richtig bin, dann vor, ja, hoffen, Freitag der 20.07. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir alle Felder wieder schön neu bestückt haben. Aber mit dem kann man nicht fliegen, ne? Das ist nicht so schnell. Das ist irgendwie mit 40 km/h fliegt man hier auch nicht. Sonst immer mal wieder lustig, die Leute zu sehen, darüber zu fliegen. Das macht ja immer mal Spaß, ne? So einen kleinen. Einmal abheben. So. Leute, was kommt denn hier jetzt eigentlich hin? Auch alles Raps hier unten. Ist ein bisschen dröge dann eigentlich, ne? Wenn wir nur Raps dreschen. Aber hier unten brauchen wir sonst auch nichts. Ich glaube, hier machen wir auch Raps. Weil wir machen 14 Raps, ne, 44, sorry. 44 oben ist Raps und hier unten machen wir die ganze Ecke Raps. Und in der Mitte kommt mehr so Weizen, Gerste, Hopfen. Oben bei der Zuckerfabrik Zuckerrüben. Unten 17 Kartoffeln. Naja, okay, also diese große Sämaschine, war die auch für Kartoffeln geeignet? Das können wir mit der Horsch Pronto machen, glaube ich. Die ist für alle Fruchtsorten ausgelegt. Aber den hier werden wir jetzt erstmal auf die 32 setzen. Auch einen Kursplay kalkulieren lassen. Also ich graue es mir jetzt schon vor den Ladezeit fürs nächste Mal. Jeder Kursplay-Kurs das Ganze natürlich verlängert. Eigentlich müsste man bearbeiten und dann wieder rausschmeißen und nächstes Mal neu kalkulieren lassen. Aber egal. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir am Wochenende weiter. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Ich kann noch nicht genau versprechen, ob es heute Abend Stream gibt. Mein Plan sieht aber so aus. Also das ist schon mal Fakt. Eigentlich möchte ich heute Abend gerne streamen und denke, es müsste eigentlich auch hinhauen. So, jetzt haben wir wieder dieses furchtbare Gerät. Da ist Dünger drin, 13.900. Das ist noch mal recht viel eigentlich. Aber den da jetzt mit diesem Knicklenker an die andere Sämaschine zu kriegen, oder generell an die Sämaschine zu kriegen, das glaube ich mache ich fast am besten abseits der Kameras. Und schon mit dem Gerät sieht der Case Quadruck gar nicht mehr so mäßig. Vielleicht hätten wir doch den Big Bud nehmen sollen, aber wollte ich nicht. Und die Sämaschine, wer ist denn auf die Idee gekommen, das hier abzukoppeln voneinander? Wenn man das schon mal angekoppelt hat, hätte man es vielleicht auch lassen sollen, oder? Na egal, ich glaube, das versuchen wir morgen als allererstes. Und wenn wir das geschafft haben, ist Feld 44 wahrscheinlich fertig. Kann passieren, oder? Ja, man muss einfach ein bisschen vorsichtiger fahren, dann klappt es vielleicht auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, unterstütze mich gerne mit einem Like. Wenn ihr Bock habt, schaut ihr morgen wieder rein. Morgen gibt es wieder 2 Folgen. Bis dann und tschüss.